Recht herzlich willkommen zur Folge 167 von Simotrans. Ja, gucken wir mal wieder da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar gehen wir mal hier in den LKW Chemie. Den wollten wir ja da noch revolutionieren, ne? Gucken wir mal rein, was der da jetzt macht. Gut. Und zwar fährt er von dort los und fährt da unten hin. Da ist ein LKW blockiert, aber das passt, glaube ich, noch alles. Das hatten wir schon mal, ne? Gucken wir doch mal gerade in den Fahrplan. Der fährt immer durch die Gegend und nirgendwo soll er voll laden. Schwierig, ne? Weil einmal nimmt er hier ja die Dingens mit. Ist jetzt gar nichts hier, ne? Oder was? Und er bringt die Medikamente ja zurück, die hier liegen. Da liegt aber auch nichts. Sehr interessant. Machen wir gerade schneller. War da jetzt gerade was? Und ich habe es noch nicht gesehen. Könnte sein, ne? Ja, der fährt jetzt auf jeden Fall leer durch die Gegend und das kann nicht richtig sein, oder? Der ganze Bahnhof ist gerade leer. So, da ist Rollenpapier, das ist aber nicht das Entscheidende. Was war da unten? Gute Frage, ne? Also, wir brauchen ja hier die Chemikalien und die Medikamente gehen zurück. Es ist keine Chemie da, deswegen wurde auch nichts produziert. Warum ist aber keine Chemie da? Da muss doch unten im Chemiewerk irgendwas nicht passen, oder? Da kommt Papier, glaube ich. Kam doch von hier, ne? Da ist kein Öl. Warum ist da kein Öl? Das ist die Frage, ne? Sind die Apotheken alle vollgelaufen zum Beispiel? Den mal an der Seite. Wo ist die Apotheke? Oh. Ist das? Ja. Ne, die könnte noch was vertragen zum Beispiel, ne? Ich frage, ob die gerade angeliefert wird, ne? Da ist die zweite. Die wird nicht angeliefert. Da ist die dritte. Wo sitzt die? Da. Die wird auf jeden Fall angeliefert. Die kann aber auch noch mehr gebrauchen. Also da ist nicht das Problem. Und die vierte sitzt irgendwo hier. Ist dahinter? Nee. Da ist sie, oder? Und die liefern aber auf jeden Fall auch nicht an, ne? Das ist schon mal klar. Ja, gut. Wer kriegt jetzt keinen? Eine Chemie. Chemie kommt von hier. Der kriegt aber kein Öl. Aber ein Ölfeld ist angeschlossen. Und das ist hier. Öl wird produziert, ist aber auch leer. Ja, weil da gerade ein Schiff liegt, ne? Und das kriegt. Ne, das wird hier abgeholt. Aber da fährt kein Schiff, oder was? Wo liegen die? Der fährt. Die fahren gerade beide. Okay, wenn die gerade beide fahren, dann ist das ja nicht das Problem. Ölkraftwerk und das ist Motorschifföl. Aha, da ist wer im Depot. Der fährt. Und der fährt auch. Stellt sich jetzt gerade die Frage. Also wird gerade geladen. Produziert ja auch das Öl.
Ja, der fährt jetzt weg. Aber das ist ja relativ wenig Öl da, ne? Okay, hier liegen jetzt noch 480 Kubikmeter. Das war auf so einem Schiff drauf, ich glaube 320, ne? Wo ist es hier? Also es könnte rein theoretisch nur eins mehr fahren, ne? Wie machen wir das? Schicken wir das eine noch los, was hier im Depot ist? Die beiden haben auf jeden Fall plus gefahren. Komm, starten wir das nochmal. Fährt's jetzt oder habe ich es nicht angeklickt? Oh, da sind so viele. Da war noch eins mehr. Shit. Jetzt haben wir noch was auf den Weg geschickt, was wahrscheinlich gar nicht sollte, ne? Das nämlich. Waren da so viele im Hafen oder was? Was ist das für eins? 3 Ost. Die sind alle da drin oder was? Mach den mal zu. Und das wieder zum Depot. Das ist 2 dahin zu schwanen. Das wäre dann doch zu viel, glaube ich. Gut, das zu. Die Ölbeunsel kann auch zu. Linienplan. Waren denn hier noch mehr? Ach so, das war runtergescrollt. Deswegen alles klar. Da war nur noch eins, dann mehr drauf. Okay. Müssen wir gucken. So, aber hier müssen wir uns was überlegen. LKW Chemie. Da gehen wir aber nochmal hier in die Linienverplanung rein. Und zwar am Wald soll der mal stehen bleiben und 100% laden, oder? Ja. Und wir machen da, ich glaube auf der Seite, ne? Einmal im Monat soll er fahren oder zweimal? Falls doch welche da sind, ja, machen wir zweimal und dann ist gut. Der hat das Depot erreicht, passt dann wieder. Hier ist kein Öl, aber hier ist Öl. Das kommt auch gerade angefahren. Kriegt das Schiff auch noch? Ja, das hat es jetzt auch voll. Gut. Das ist der Pharmahersteller. Das ist Darmstadt Wadelt Bahnhof. Mal einmal den verfolgen und schneller laufen lassen. Gucken, wo fährt er denn überhaupt hin? Oh, der fährt ganz wo falsch hin. Aha. Der hat das da aber abgeliefert, ne? Oder war der da leer eingefahren? Und der wäre da mit 320 Kubikmeter hingefahren, oder? Gucken wir mal. Ach, der ist direkt ans Ölkraftwerk gegangen. Alles klar, ich sehe schon, das ist nicht das Richtige. Öl war das nicht. Ne, den wollen wir nicht verfolgen, sondern hier so ein Schifflein. Wir können mal gerade. Der Ofen, Hafen ist schon offen hier unten. Öl für die Raffinerie ist jetzt hier. Aber wo ist der Zug, der dahin fahren soll? Güterzug Ölbohrinsel. Hafenraffinerie, das müsste also der sein. Und der kommt da jetzt gerade angefahren. 1840 Kubikmeter hat er da hingeliefert. Aber wo fährt er hin? Ach, Raffinerie ist hier, das ist auch nicht. Das Chemiewerk ist, wäre ja auch das Richtige, ne? Wo ist denn die Raffinerie? Hier hinter versteckt, ne? Ja, das passt alles. Das ist nicht die richtige Linie. Das ist die Linie dann. Verfolge ich den mal bitte gerade. Chemiewerk, 88 Kubikmeter, passt also. Und der bringt auch die Medikamente hin und her. Und Rollenpapier hat er auch noch drauf. Wunderbar, toller Zug. Jetzt mal gerade schneller, bitte. So, der liefert jetzt hier ab gleich. Mach das mal aus. Und dann müsste die Chemiefabrik ist hier, die müsste ja gleich das kriegen, ne?
Den hätte ich jetzt gern noch gesehen, wo die Medikamente bleiben. Stückgut. Oh, Stückgut ist hier reichlich. Aber keine Medikamente, aber die sind jetzt gerade angekommen. Da, 20 Medikamente liegen da auch noch. Okay, das funktioniert wohl noch. Und er fährt wieder. So, und jetzt ist hier auch Öl da. Das heißt, das funktioniert auch wieder. So, aber die Chemie wird nicht vom Chemiewerk darüber gebracht. Das ist ein anderer Zug. Da müssen wir mal rein hier, ne? Welcher ist denn das, bitteschön? Wer bringt die Chemie darum? Also der ja nicht. Güterzug Öl. Da bringt's Öl zur Raffinerie. Das Chemiewerk. Ach, das ist Chemie läuft und das Stückgut. Alles klar. Ich suche jetzt gerade nach einem Tank. Deswegen hat das nicht geklappt. Ja, Stückgut hat doch. Ach so, das hatte wahrscheinlich auch gar nichts produziert eben, ne? Deswegen konnte auch keiner was mitnehmen. So ist es. Er hätte das wahrscheinlich sogar mitgenommen, die 300 Paletten voll. 70 Paletten Medikamente. Jetzt müssen wir gleich darauf achten, dass er auf dem Rückweg Chemie dabei hat. Hat er nicht. Es fährt ein anderer, oder was? Jetzt kriegt er das wieder nach da hinten hin. Und hat wieder nichts. Das muss ein anderer Zug sein dann, der Stückgut mitnimmt. Was ist das hier für einer? Irgendwo anders, aber nicht hier. Hier ist noch so ein schicker Stückgut. Darmstadt-Waldhafen nach Ludwigshafen. Das ist aber nicht der Zug. Wer bringt denn bitte schön jetzt das darüber? Das ist jetzt er hier. Paletten Chemikalien. Also irgendwer hat das da hingebracht. Aber wer? Da kommt gerade ein Personenzug rumgetuckert. Also den können wir zumachen, das ist schon klar. Ich find's jetzt nicht. Ist denn hier Chemie? Ach, der Bahnhof ist auch offen. Das ist der hier. Hier sind keine Chemikalien für den anderen Bahnhof. Aber wie kommen die Chemikalien darüber? Sag mir das. Da waren auch gerade welche, oder? Das Fenster ist offen und zwar hier. Ja, irgendwer bringt das dahin, aber ich weiß nicht wer. Auch gut. Da fährt einer. Ah, hier steht ein Zug. Chemikalien, hier, der ist es doch. Ein ganzer Zug, alles klar.
Wollen wir uns also keine Gedanken drum machen. Das funktioniert, das ist alles prima. Gut, machen wir das alles zu. Brauchen wir erstmal nicht mehr, ne? Alles prima, Fahrerhersteller, alles prima. Gut, dann gehen wir mal in die Listenverwaltung, in die Fahrzeuge. Gewinn. Wer macht denn hier den größten Verlust? Ja, er, ist klar. Aber dem haben wir ja jetzt gesagt, er soll da hinten warten und voll fahren. Den lassen wir mal da zur Beobachtung. Das zweite ist jetzt er hier. Güterzug Kohle Mainz Nord. Der kriegt jetzt keine Waren. Hat 63 Miese da stehen. Gucken. Hier haben wir einen, der fährt gerade durch die Gegend mit 112 Rollen Papier. Wo fährt er hin? Da. Ne, darüber noch hoch. Dahin. Okay, das ist Papier. Kriegt er auch. Ja, und der bringt die wohin? Gute Frage, ne? Gucken wir mal. Fährt da lang, dort lang. Und setzt die da ab. 136, 197 ist es. 136, 197. Nochmal hier rein und in den Industrien. Welche Druckerei ist es? Kann man hier super sehen, oder was? Die ist es nicht. Dreier sind's. Jetzt habe ich die. Die ist es. Ja, Itzehoe, da unten ist die an der Küste. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wer bringt es da hin? Aber es muss ja jemand hinbringen, sonst wird ja das nicht gehen, ne? Aber wer fährt da mit dem Papier wo lang? Über Itzehoe Druckerei. Motorschiff, Papier, Fluss. Itzehoe Druckerei. Der bringt das dahin. Genau so ist es. Und fährt dabei auch noch Minus ein. Ja. Kommt jetzt hier wieder hochgefahren wahrscheinlich. Und packt sich wieder voll und fährt wieder runter. Und rechnet sich überhaupt nicht. So, jetzt fährt er runter. So, hat abgeliefert und fährt wieder mit roten Zahlen zurück. Alles klar. So, das würde für mich bedeuten, dass das nichts bringt. Das heißt, wir müssten eher mit einem weiteren Zug von U03 dahin fahren. Nach U04. U03 nach U04. Gibt es da eine Linie? Güterzug. Ah, da können wir erstmal hier auf Zug gehen. Wo ist Zug? Da ist Zug. U03, U04. Da. Das ist ein Zug. Und was ist das für einer? Ein Stahlzug. U03, U04. Den hängen wir doch jetzt erstmal ein paar Anhänger dran für das Papier. Zwölf waren es, ne, oder?
Gut. Fahrplan ist bekannt und starten. Gut. Ist das der? Ja, das ist der. Okay. Jetzt nur gucken, dass er Papier auch lädt, ne? Und er lädt jetzt kein Papier. Ja, ist ja auch klar. Den müssen wir auf jeden Fall nochmal in die Linie rein. Ne, müssen wir nicht. Das können wir auch am Zug hier machen, den Fahrplan. Köln-Waldhafen, 100% laden. Gut. Und fährt er da wieder hin? Das ist die Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Ja, ich glaube, er ist da wieder reingefahren. So, und dann müssen wir noch einen Zug haben, der von hier da losfährt und das nach da unten hinbringt, ne? Und das ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. Das heißt, da müssen wir einen Zug machen, der 6 lang ist. Ich glaube, wenn wir jetzt hier hochfahren, kommen wir zum nächsten Depot, oder? Da ist es. Ja, was nehmen wir für eine Lok? 47, 38, 30. Ja, ich glaube, wir nehmen den hier. Waggons da dran gehangen. So. Und Fahrplan. Jetzt die Frage, ob es da schon einen gibt. Ich glaube nicht, aber wenn, dann würde er uns das auch gleich anzeigen. Fahrplan erstellen. Von dort. Ach, ich sehe schon, da ist kein Strom. Den müssen wir auch noch dann machen, ne? Nach dort. Neue Linie. Güterzug. Wie heißt denn der Ding da? Frankfurt. Wald. Machen wir anders. Frankfurt. U04. Druckerei. Fertig. Gut, jetzt kommt gleich das Meckern, dass da kein Strom liegt, wenn ich den starten würde. Deswegen müssen wir erst die Stromanwendung machen. Und die kriegen wir auch sofort. Von da bis nach da. Und von dort bis nach dort. Und wenn wir schon hier sind, machen wir das mal gerade so. Dann haben wir alles voll mit Strom hier gemacht, ne? So, starten geht. Wunderbar. So, jetzt müssen wir nur gucken. Das ist hier, ne? Sollte er eigentlich gleich Papier kriegen. Köln-Waldhafen. So, dafür müssen wir aber vielleicht noch das Schiff runternehmen. Die Liste kann auch zu. Das Schiff. Fährt das hier irgendwo? Nee, nicht wirklich. Was ist das? Hier zu hohe Druckerei. Ausmustern. Und das zweite. Nee, nicht Statistiken. Details. Ausmustern. Weg. Das Schiff sollte jetzt gleich nichts mehr transportieren können. Dann können wir auch die Linie löschen. Und dann müsste eigentlich der Zug beladen werden, ne? Das ist jetzt noch da. Ich möchte jetzt gar nicht den verfolgen, sondern lieber
bei dem Zug bleiben, um das zu sehen, dass der dann gleich beladen wird. So, jetzt muss er ja langsam ankommen, oder? Der muss kurz vorm Ziel sein. So, und dann sollte der Zug eigentlich seine Ladung kriegen hier. Ah, das ist der hier, oder was? Ne, der ist es. Der fährt aber komische Linie. Gut. So. Und dann gehen wir jetzt mal hier hin, weil der jetzt ankommt. So, wenn das Fenster verschwunden ist, was jetzt gleich passiert, sollte hier was passieren. Und da ist er voll. Wunderbar, dann passt das ja auch. Dann ist der nächste Transportweg erschlossen. Einmal schneller und dann gucken, ob das klappt, ne? Der fährt unten rum, wunderbar, und oben zurück, auch schön. Volle Ladung. Jetzt ist nur die Frage, ob sich's rentiert, ne? So wie der fährt, nicht. Es wird immer teurer. Das wird immer teurer. Nee, lohnt sich genauso wenig wie das andere, ne? Und das liegt daran, dass der Weg hier direkt bis dahin so ein kurzer ist. Mach mal gerade langsamer, mach mal gerade das. Geht dann hier irgendwie sowas bis dahin? Also der Weg würde hier lang gehen. Und dann dahin. Ich setze es mal dahin. Interessanter Weg, ja, muss man sagen. Und von da nach da. Da eine Brücke hin. Strom dran. Geht der Strom auch hier lang? Ja. Da lang. Komm, bitte Strom. Ach so, das geht nur so rum. Alles klar. Okay, das hat auch noch funktioniert. Und von da nach da geht auch noch, ne? So, jetzt müssen wir uns nur klar darüber sein, wie der fahren soll. Der holt schon mal das ab. Das ist auch schick. Spricht eigentlich dafür, dass er da lang fährt. Wo machen wir das zweite Gleis hin? So. Und so. Na super, das hat wieder gut geklappt. Kriegen wir es noch rückgängig? Ja. Ah, oh, es ist nicht zu glauben, ne? Steuerung. So.
So, jetzt hat er es schön gemacht. Das da einmal weg. Sieht das schon besser aus. Die Brücke dahin. Ist auch gut. Und nochmal hier hin. Bis dahin. Die Straße müssen wir jetzt neu umbauen. Fraglich wie. wie machen wir das mit der Straße? Gute Frage, ne? Lass mal gerade ein Signal hier setzen. So, dann fahren die schon mal nur da lang. Okay. Er kommt auch daher gefahren. So, und jetzt müssen wir hier noch die Brücke, die Straße ändern. Ich glaube, am besten ist das so. 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 Und die Brücke für die Straße müssen wir haben. Da. So. Na komm schon. So. Sollte so funktionieren. Gut. Straße müsste wieder laufen. Gleis drunter her. Machen wir erstmal so da dran. Hallo? Gut. Geht. Okay, da lang. Und bis da. Und der Strom fällt noch von da bis nach da. Das Gleis kann dort weg. Passt. Und Signale noch. Passt. Okay. Jetzt mal schauen, wo ist dieser besagte Zug? Dort. Verfolgen wir den gerade. Da, schneller. Lädt. Hat noch nicht voll. Schade. Jetzt ist er voll. Er fährt da lang. Fährt da runter. Und fährt allerdings obenrum zurück. Wahrscheinlich, weil es da keine Brücke oder sowas gibt. Das verfolgen mal aus. Also stromtechnisch ist das alles erschlossen, oder? Ja, da muss der im Endeffekt hier lang kommen. Und da lang rübersetzen. Dort mit einer Brücke rüber. Hat er nicht gemacht, toll. So. Ne, den nicht, sondern den. So hin. Und den Strom da dran.
Bis dahin. Wunderbar. Signal hier. Und ja, da. Und dann nochmal hier hin. Dann müsste er jetzt da wieder lang fahren. Verfolgen wir den mal gerade. Na, geh doch an. Ja. Gut, jetzt müsste nur Papier kommen, dass das klappt, ne? Gut. Die Linie können wir löschen, das war das Schiff. Okay. Was haben wir hier? Köln-Waldhafen O03. Güterzug Papierfluss. Wo fährt denn der bitte schön lang? Ach, der holt's vom Papier. Ja, das ist der Zug, der uns das zubringt. Also müsste jetzt gleich der hier fahren. Der liefert das an. Fährt natürlich auch nicht gerade plus ein, ne? Hä? Der fährt gerade auch leer durch die Gegend, oder wie sehe ich das? Jetzt hat er Papier. Bringt's hier hin? Ja, und jetzt fährt auch der andere. Und der fährt wieder oben rum. Supi. Und das macht ein Minus. Keine Ahnung warum. Jetzt kann er noch nicht mal reinfallen, weil hier ein Stau ist. Super. Das will ich jetzt hier nicht. Und wo steht er jetzt hier? Wartet auf freie Strecke und das ist wahrscheinlich die da, oder was? Bietet mal die Lupe, ne? Dann geht das auch besser hier. U01, U03. U03 ist hier und U01 ist das da oben. Wo ist denn die Bezeichnung dieses Bahnhofs? U01, ja. Und jetzt kann der da nicht reinfahren. Ja, dieses Stück hier ist dann die Frage, ob das überhaupt hätte sein dürfen, ne? Ja, das reicht jetzt nicht. Jetzt ist hier der dolle Klemmer. Herrlich. Muss er nochmal zurückfahren. Tut er aber nicht. Hat er sich jetzt eine schöne neue Strecke ausgesucht. Fahrzeug wurde zum nächsten Depot geschickt. Guck mal gerade ins Depot rein. Einer ist da drin. Okay. Schicken wir auch zum nächsten Depot. Den schicken wir dann auch noch zum nächsten Depot. Jetzt hat sich's auch aufgelöst. Wunderbar. So, hier darf gar keiner rausfahren, ne? Das heißt, dieses Stück müssen wir hier wegmachen. Weg. So. Sollte jetzt funktionieren eigentlich. Nur hier liegen sie jetzt im Depot. Starten. 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 Und der war noch da. Den lassen wir erst da dran. Gut. Die warten jetzt bestimmt alle auf freie Strecke. Okay. Warte auf freie Strecke, ja. Na, jetzt sind sie alle raus. Und fahren auch alle hin und her. Tja. Gut. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen.
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der 168 dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.